Ja, das waren die ersten Sounds, die aus dem Nuklear überhaupt zu hören waren. Dieses Plugin befindet sich nämlich noch im Alpha-Stadium, sprich ist es noch keinerlei Preset-Design erfolgt. Dementsprechend sind noch keine Sounds vorhanden. Wir möchten trotzdem schon mal jetzt gucken, was der Synthesizer so unter der Haube hat, sprich welche Features er enthält. Und wir haben uns als Entwickler auch sehr viele Gedanken gemacht, was in so einem Synthesizer drin sein muss und in erster Linie danach entschieden, was wir selber gerne haben, also womit wir Spaß haben, wenn wir Musik machen, wenn wir Sounds erstellen. Und dementsprechend ist der Synthesizer auch vielleicht ein bisschen anders konzeptioniert oder designt als andere Synthesizer. Sprich, es werden vielleicht einige Features fehlen, die man so kennt. Es wird aber auch andere geben, die man nicht kennt von anderen Synthesizern. Und wir wollen jetzt mal genau gucken, was da so vorhanden ist. Wir haben zum Beispiel hier oben, wenn wir uns mal aufs Panel konzentrieren, einen Preset-Bereich. Das heißt, wir haben einen Namen für die Soundbank, einen Namen fürs Preset sowie eine einfache Möglichkeit, die Presets durchzusteppen. Also man muss nicht jedes Mal eine Liste öffnen, um einen Sound zu wählen, sondern man kann auch mal alle Bässe oder alle Lead-Sounds durchsteppen. Wir haben da also auch eine Kategorie vorgesehen, dass man sich speziell Bässe, Lead-Sounds, Pads sortieren kann. Es gibt die Möglichkeit, Favoritensterne zu vergeben, das heißt, seine Lieblingssounds einfach wiederzufinden. Darüber hinaus haben wir eine Möglichkeit, ganz einfach die Oktave zu oktavieren, beziehungsweise die Transponierung zu oktavieren. Dann haben wir hier rechts im rechten Display die Modulationsmatrix, auf die ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen werde, die sich eigentlich sehr übersichtlich gestaltet, aber doch viele Möglichkeiten beinhaltet. Für die Klangsynthese sind im Nuklear vier Pulsar-Oszillatoren zuständig, wobei jeder Pulsar-Oszillator verschiedene Wellenformen als Klangquelle zur Verfügung stellt. Jeder Pulsargenerator verfügt eigentlich über die Standardparameter, die man so kennt von einem Oszillator, wie zum Beispiel Tune und Feintune. Was speziell beim Nuklear hinzukommt, sind weitere Parameter wie Width und wie Phase, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Und ganz wichtig, der Pulsarfrequenzregler, der im Prinzip festlegt, wie lang eine einzelne Amplitude bzw. eine einzelne Wellenform ist. Wie wir ja eben in dem Interview mit Thomas gehört haben, ist beim Nuklear oder generell bei der Pulsarsynthese nicht die Länge der Wellenform ausschlaggebend für die Tonhöhe, sondern nur die Frequenz. Das heißt, die Frequenz, in der diese Wellenform wiederholt wird. Die Länge der Wellenform, die bleibt erstmal gleich, egal welche Tonhöhe ich spiele. Und um die Länge dieses einzelnen Grains zu bestimmen, ist dann dieser Frequenzregler zuständig. Den Klang des Frequenzreglers kann ich an einem einfachen Pad-Sound demonstrieren. Es ist ein einfacher Sägezahn ohne jegliches Filter mit einem ganz einfachen Hüllkurvenverlauf und das klingt dann folgendermaßen. Wie man hört, das ist ein filterartiger Effekt, der fast als Formantfilter bezeichnet werden könnte. Das heißt, man kann richtig tief eingreifen in die Klangerzeugung und das ist ein Parameter, der in der herkömmlichen Synthese nicht zur Verfügung steht. Außerdem sind Parameter wie Width und Phase vorhanden, die die Stereobreite jedes Pulsar-Oszillators steuern. Denn jeder Pulsar-Oszillator für sich kann auch schon im Stereobetrieb funktionieren, indem einzelne Grains links oder rechts abgespielt werden. Der Synthesizer beinhaltet zwei Filter, von denen eigentlich alle Standardtypen vergeben sind, wie zum Beispiel Low-Pass-Filter, High-Pass-Filter, Band-Pass-Filter, jeweils 12 und 24 dB Flankensteilheit. Dann gibt es natürlich den Resonanzregler, die Möglichkeit, den Filter parallel oder seriell zu schalten, das heißt, ob die parallel verarbeitet werden oder hintereinander. Und die Möglichkeit, die beiden Filter gegeneinander ring zu modulieren, das heißt, das eine Signal mit dem anderen zu multiplizieren. Wir haben eine Mix-Sektion, in denen die vier Pulsargeneratoren gemischt werden, haben also die Möglichkeit, einmal die Lautstärke einzustellen, aber auch das Panorama und darüber hinaus auch die Filter-Destination. Das heißt, wir können im Prinzip jedem Oszillator sagen, auf welches Filter er geroutet werden soll. Für die Modulation stehen hier oben rechts 8 LFOs und 8 Hüllkurven zur Verfügung. Wobei man die 8 LFOs und 8 Hüllkurven einfach über diese Punkte hier durchsteppen kann. Im Delay stehen die Standardparameter wie Time, Feedback, Mix und Low- und High-Cut-Filter zur Verfügung, wobei sich natürlich auch das Delay zu dem Host-Tempo synken lässt. Unter Settings finden wir alle Einstellmöglichkeiten wie MIDI-Kanal, Tempo, Pulsar-Overlaps,
Polyphon, Monophon, das Retrigger-Verhalten, das Portamento-Verhalten und auch das Controller-Verhalten. Ein Feature, das uns sehr viel Spaß macht, ist der Sequencer hier unten rechts. Er bietet im Monophon-Betrieb die Möglichkeit, komplette Asset-Lines oder Bass-Lines zu erstellen. Und im Polyphon-Betrieb moduliert er alle Parameter, die modulierbar sind, wie zum Beispiel Cutoff, die Amplitude oder auch die Pulsarfrequenz. Und man kann so abgefahrene Transgate-Effekte erzeugen. Wir haben für die Steuerung verschiedene Symbole vorgesehen, wie zum Beispiel ein Strich für das Halten der Noten, das Return-Zeichen für das Ende eines Patterns, um zum Beispiel auch mit 12 Steps Triolen spielen zu können. Und ganz wichtig, die Slide-Funktion, um zum nächsten Ton zu gleiten. Wir hören uns das jetzt auch nochmal an. Im Sequencer finden wir 4 Control-Sequencer, die zum Beispiel Attack, Decay und Release modulieren können, aber auch Parameter wie Filterfrequenz oder Pulsarfrequenz. Im Polyphon-Betrieb kann der Sequencer dann als Modulator verwendet werden und Parameter wie zum Beispiel das Filter modulieren. Mit dem Parameter oben links im Sequencer lassen sich harte und auch weiche Modulationsübergänge erstellen. Doch welche Sounds mit der Pulsarsynthese wirklich möglich sind, testet ihr am besten selbst unter hamburgaudio.com. Der Preis für das Plugin liegt bei 169 Euro und wenn alles gut geht, sollte er auch inzwischen erhältlich sein.